Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir sind beim letzten Mal hier in den Orkfriedhof reingegangen und haben hier Balukor getroffen, der irgendwie mit seinen Templern hier rein ist und alle Templer wurden abgeschlachtet und alles ist gerade irgendwie so ein bisschen schlecht für das Sumpflager hier. Aber wir sind ja zur Stelle und haben beschlossen, Balukor zu helfen. Hast du eigentlich noch irgendwas zu sagen? Nein, hattest du nicht. Okay. Dann würde ich sagen, die beiden Gänge hier auf der rechten Seite haben wir uns beim letzten Mal schon angeschaut. Deswegen bleibt jetzt noch der hier übrig. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich erst noch einen Heiltrank trinken. Ich weiß nämlich, was uns da erwartet. So, schauen wir uns das doch mal an. Was haben wir denn hier? Noch mehr von diesen Spinnenweben und komische Pilze. Und ja, eine große Halle. Und da hinten sehen wir jemanden stehen. Und zwar ist das ein Ork-Krieger. Ja, bisher haben wir nur gegen Ork-Jäger gekämpft. Oder Speer, ich bin mir nicht sicher. Und das ist eben ein Krieger. Und der ist ein bisschen stärker. Ich hoffe, ich komme mit dem klar. Ich werde erstmal versuchen, ihm hier so einen Feuerball reinzujagen. Vielleicht kriege ich sogar noch einen zweiten hinterher. Oh, das hat aber gut Schaden gemacht. Ja gut, den Rest kriege ich mit dem Schwert klein. Aber der ist nicht zu unterschätzen. Der hat schon normalerweise ein bisschen was drauf. Man sieht auch, der gibt 300 Erfahrung und hat einen Krusch-Urok dabei. Was ist das denn für eine schöne Waffe? Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Genau, wir hatten nur Krusch-Warok, Krusch-Pach und das ist jetzt ein Krusch-Urok. Schaden 55. Oh, das ist so gut wie unser Breitschwert. Bloß halt auch eine Zweihandwaffe. Also, ich kann damit ebenfalls nicht umgehen. Naja, wir werden bald zwei Waffen finden, die stärker als unsere Einheitwaffen sind. Aber, wie gesagt, die werden wir nicht nutzen. So. Da sehe ich noch mehr Orks. Orkspeer allerdings nur. Na, ob ich den treffe? Ich habe einen zumindest getroffen. So, Balukor, ich... Oh, Feuerschaden. Cool. Finde ich gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, ich glaube, ich mache auch nochmal Licht hier. Das können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. So, da hinten ist noch einer. Ich weiß leider nicht, wie viele Orks sich hier noch in dieser Halle befinden. Deswegen bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig. Moment. Was haben wir denn? Feuerball. Feuerball hätte ich gerne. So. Da ist ein Ork-Speer. Ist das der einzige Ork, der hier noch ist? Nein, da hinten ist auch noch einer. Okay, wir positionieren uns mal ein bisschen anders. Nämlich hier hinten, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich den Ork auch treffe. Nee, das ist doof. Moment, ich warte mal ab, bis er wieder... Ach, der hat nur so einen kurzen Laufweg. Okay, dann positionieren wir uns mal hier hinten. Die uns auch einfach nicht sieht, obwohl hier so eine große leuchtende Kugel über mir herumschwebt. So. Aua, aua. Ich glaube, da hat das Feuer auch wieder ein bisschen Schaden gemacht. Ich glaube nicht, dass ich den ganzen Batzen Lebensenergie nur mit meinem Schwert abgezogen habe. Und kritische Treffer gibt es ja hier im ersten Gothic noch nicht. Die kommen erst in Gothic 2 dazu. So. Krischwarock. Das war's dann wohl. Dann können wir uns jetzt mal diese Halle hier näher anschauen. Oder wir lassen uns erstmal von ihm belabern. Oder wir warten erstmal, bis er überhaupt zu uns hinkommt. Ach ja. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Na, das klingt doch schon mal gut. So, schauen wir uns die Halle trotzdem erstmal an. Ja, man sieht, da oben führt so einen Gang entlang. So eine Galerie. Ja, aber an sich ist hier eigentlich gar nicht mal so viel. Ein paar Spinnenweben. Hier irgendwelche Seitengänge, die aber leider verschüttet sind. Ja, zumindest noch mal ein paar Pilze da drin. Schauen wir uns mal den anderen Seitengang näher an. Ja, Balukor geht da hinten hin, da möchte ich gleich hin, nachdem ich mir hier die anderen Sachen angeschaut habe. So, haben wir hier noch irgendwas? Oha. Ja, Texturfehler haben wir.
Ja. Man kann hier tatsächlich, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man hier hochspringen. Na, was heißt ein bisschen anstrengend? Man sieht, es geht sogar relativ einfach. Aber hier oben ist eigentlich nichts mehr, glaube ich. Ich schaue mir das nochmal kurz an. Ich meine, es ist eigentlich ganz hübsch, hier oben über diese Galerie zu gehen. Vor allem mit den brennenden Fackeln hier an der Seite. Die haben die Orks wohl entzündet. Aber ich meine, hier wäre nicht mal irgendwie. Oh. Aha. Ein Altar, okay, aber hier ist wirklich. Hier sind nicht mal irgendwelche Pilze, die wir mitnehmen könnten. Und hier ist der Gang auch wieder verschüttet. Na gut. Dann lasst uns doch einfach mal wieder ins Erdgeschoss zurückkehren. Auf der Brücke ist auch nichts. Ich möchte da jetzt nicht runterspringen, denn dann nehme ich nur Schaden, wahrscheinlich. Deswegen. Oh, hier sind noch ein paar Pilze. Na, die nehme ich doch mit. Also eigentlich bringt es mir überhaupt nichts mehr, diese Pilze mitzunehmen, weil ich sie nicht verwenden werde. Aber irgendwie kann ich nicht einfach daran vorbeigehen. So, ja, dann scheint es das gewesen zu sein. Dann gehen wir mal zu der Wand. Ja, man sieht schon, diese Wand sieht besonders aus. Zu der Wand, wo Baal Lukor davor steht. Na gut, hier scheint auch nichts mehr zu sein. So, hast du was gefunden? Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Okay. Wo haben wir ihn denn? Das muss ja eine Schriftrolle sein. Orkischer Teleportzauber. Mana kosten 5. So, ich glaube, wir haben noch 5 Mana, oder? Jawohl, 8. Das reicht vollkommen aus. So, dann wollen wir das doch mal benutzen. So. Ich muss erst schauen, auf welcher Taste das jetzt ist. Wusch. Tja, da sind wir wohl hinter der Wand gelandet. Und, wie es der Zufall so will, haben wir hier auch eine Winde. Da wollen wir doch einfach mal Balukor ebenfalls hier reinlassen. Sieht eigentlich aus wie ein Tor, das. Oh, das ist das Licht weg. Das zu den Seiten aufgeht und nicht wie so ein Tor, das einfach am Boden versinkt. Aber naja. Hä? Ich habe das Gefühl, ihr solltet jetzt irgendwas sagen. Ah. Du hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Okay, aber erstmal speichere ich nochmal. Nicht, weil jetzt irgendwas passiert, sondern einfach, weil ich immer noch im Fenstermodus spielen muss, weil ihr seht, hier sind immer noch viele Spinnenweben. Und sicher ist sicher. Vor allem, nachdem ich den. So viel Nachtschatten und Mondschatten. Vor allem, nachdem ich den Orkkrieger so gut platt gemacht habe. Ja, also, es gefällt mir schon ganz gut, als Magier zu spielen. Aber ich bin sehr gespannt auf die Zauber des vierten Kreises. Vor allem Flammensturm, ne? Da freue ich mich schon drauf. So. Hier sind die Fackeln aber auch an. Sehr mysteriös. So, da geht's rein. Ich möchte aber erstmal hier noch hin. Und hier ist nichts weiter, bis auf ein paar Pilze, die wir natürlich mitnehmen. Und ein verschütteter Gang. Aber so wie das aussieht hier mit den ganzen Pflanzen, die von der Decke wachsen, das ist wahrscheinlich schon etwas länger eingebrochen hier. Nicht erst vor kurzem. Da frage ich mich auch, wie alt dieses Gemäuer hier ist. Und wer das aus dem Stein gehauen hat, ob das dann wirklich die Orks waren, die hier ihren Friedhof hatten und dann vielleicht auch den Schläfer anbeten? Wer weiß. So, was haben wir hier? Ein Skelett auf einem Altar. Der wurde wohl geopfert. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld.
Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ah! Ja, jetzt tritt er völlig am Rad hier. Na, zieh mal deine Waffe. Wow, er macht richtig viel Schaden. Ihr seht, unsere Rüstung hält das eigentlich alles ganz gut ab. Na, gucken wir uns erstmal hier den Raum an. Was haben wir denn hier überhaupt? Nein, wir hauen ihn erstmal K.O. hier. Oh, ich mache aber auch gar nicht mehr so viel Schaden. Ja, das ist ja gut, dass meine Rüstung so viel besser ist als seine. Hallo? Irgendwie funktioniert das mit dem Kämpfen gerade nicht so richtig, wie ich möchte. Ich kann auch nicht blocken. Warum kann ich nicht blocken? Jetzt kann ich blocken. Hä? Jetzt wieder nicht. Ach, keine Ahnung. So. Ja, jetzt hier erstmal Ruhe im Karton. 500 Erfahrung. Wow. Das ist viel. Da hat natürlich nichts dabei. Und hier ist wirklich sonst nichts. Das ist ein Schwert. Das können wir wahrscheinlich noch mitnehmen. Falls ich hier hochkomme. Jawohl, Todbringer. Das ist alles leider nicht so stark wie das Breitschwert. Todbringer 48. Ah, na gut. Du wirst so wenig Zeit haben, das zu bereuen. Hast du dich jetzt beruhigt? Jetzt will der mich auch noch verprügeln. Gut. Weißt du was, in dem Fall, wenn du mich schon opfern willst, vielleicht spricht der Schläfer ja, wenn wir dich opfern. Tja, es passiert aber nichts. Das war irgendwie zu erwarten. Tja. Naja. Das war ja ein voller Misserfolg, diese Mission hier in den Tempel. Tja, und hier ist leider auch nichts weiter. Und wir können hier nichts tun, außer diesen Ort wieder zu verlassen und Chorangar-Bericht zu erstatten. Das ist irgendwie nicht so toll. Aber na gut. Aber das ist schon spannend, dass irgendwie die Leute, die zum Schläfer hin wollen, alle so ein bisschen besessen werden. Ich meine, wir hatten einmal den Novizen, der den Fokusstein hatte, ja, der damit weggelaufen ist. Ich habe leider gerade seinen Namen nicht mehr im Kopf. Und der wollte uns ja auch K.O. hauen und meinte, ja, er wäre der Einzige, der irgendwie dem Schläfer dienen sollte. Und jetzt hier, der ist durchgedreht und wollte ein Menschenopfer machen, ja. Und meint, unsere unheilige Präsenz, also ich meine, klar, wir sind Feuermagier, wir sind eigentlich storytechnischen Priester von Innos. Aber ich meine, wir haben ihm erst geholfen, dass er überhaupt hier weiterkommt. Wir haben ihn aus den Fängen der Orks befreit, gerettet. Ja, und so dankt er es uns dann. Das ist irgendwie, na, nicht so cool. So, ich mach mal eben Licht. Und denn bevor wir jetzt hier rausgehen, speichere ich erstmal natürlich. Und wir haben immer noch die Sache mit den Gittern, die ich noch aufmachen möchte. Also es geht auf jeden Fall, die irgendwie aufzumachen. Ich muss bloß diesen Schalter finden. So, ich schaue mir nochmal hier ganz genau die Nischen an. Also ihr seht, da drin ist ein Schalter. Das wird aber ein Schalter sein für eines der anderen Gitter hier. Deswegen bringt uns das gerade nicht so viel. So, hier in den Rändern scheint aber nichts zu sein. Da sind Schalter nur drin und da kommen wir eben noch nicht ran. Ist hier vielleicht einer an den Säulen? Ich glaube nicht. Also ich meine... Oder? Moment. Nee. Ich meine, der Schalter für das Tor hier drüben wäre irgendwo hier hinten gewesen, in einer dieser Nischen. Ist halt bloß die Frage, wo genau. Die sind halt auch oft... diese grauen Schalter auf dem grauen Steintextur nicht so gut zu sehen. Moment, ist da hinten einer? Nee. Da ist keiner. Schade, okay. Dann gucken wir uns doch mal die Nischen hier alle nochmal ganz genau an. Oder oben ist ja auch noch eine Nische. Ja, aber das können wir auch vergessen, daran zu kommen. So. Nee, hier ist kein Schalter. In der Wand irgendwo ist aber auch keiner, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ja, von hier aus kann ich... Ich wollte gerade gucken, ob ich von hier aus auch da hochspringen kann, aber das kann ich wohl vergessen. So, dieser Schalter hat das Tor unter uns geöffnet. Und ich glaube, hier ist auch kein zweiter Schalter drin. Ha. Was ist mit hier?
Also von hier aus sehe ich jetzt auch auf den ersten Blick keinen Schalter. Hallo, gehst du da mal bitte rein? Aber man weiß ja nie. Manchmal hilft es, da näher ranzugehen. Und mir sieht ja auch nicht gut aus. Ja, wo ist der Schalter denn? Wahrscheinlich bin ich schon 10-mal daran vorbeigelaufen. Da! Ah, hier vorne. Seht ihr das? Echt schlecht zu sehen. Aber gut, dann drücken wir ihn jetzt einfach mal. Also eigentlich sind es ja Knöpfe, es sind keine Schalter, weil Schalter legt man um. Aber das ist nicht so wichtig. So, man hat schon gehört, da ist ein Gitter aufgegangen und es war das linke von den dreien. Da können wir jetzt auch die Mumien ausnehmen und die Pilze mitnehmen. Die Pilze sind das Wichtigste. So, was haben wir denn hier? Ein Ring, ein Flammenschutzring und zweimal Feuersturm. Sogar Wert 110, das ist gar nicht mal so schlecht. Da muss ich mich entscheiden, ob ich die Spruchrolle nutzen will. Wobei, eigentlich will ich die gar nicht nutzen, denn ich kann ja jetzt den nächsten Kreis lernen. Ring der Erzart, Schutz vor Waffen 10. Ui. Also ihr seht, hier hinter den Gittern sind die wertvolleren Sachen, die wir hier finden können. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt ist das rechte aufgegangen. Wunderbar. Da haben wir dann auch den Schalter direkt für das letzte Gitter. Können hier nochmal alles mitnehmen. Dann können wir hier diesen Orkfriedhof auch hinter uns lassen. Grischwarock. Ring der Stärke. Ui. Ich muss gleich nochmal schauen, was ich für Ringe ausgerüstet habe. Das mache ich auch irgendwie alle 2 Folgen, kann das sein? Ring der Lebenskraft. Ja gut, den brauchen wir ja nicht. So. Nein. Ach, das Klettern funktioniert nicht so ganz gut in diesem Spiel. Aber das muss man ja auch glücklicherweise nicht besonders oft machen. Oh, was haben wir denn da für ein Amulett? Amulett der Magie. Mana-Bonus 10. Ja, das wäre eventuell auch eine Überlegung wert, dass wir uns mal irgendwie was mit Mana-Bonus holen. Amulett der Läuterung. Schutz vor Feuer 10, Schutz vor Magie 8. Ui. Das klingt gar nicht mal so verkehrt. Also für später, für die Feuerwarane beispielsweise. So, was haben wir denn hier? Wir haben ausgerüstet ein Amulett der Steinhaut. Schutz vor Waffen, Schutz vor Pfeilen 15. Das ist schon mal sehr gut. Das möchte ich auch erstmal beibehalten. Ringe haben wir 2 mit Stärkebonus 5. Wisst ihr was? Dann kann ich die beiden mit Stärkebonus 5 ausziehen und dafür einmal den Ring der Stärke mit dem Stärkebonus 10 ausrüsten. Das hat ja den gleichen Effekt. Und dann kann ich mir noch einen weiteren Ring dazu holen. Ist die bloß die Frage, welchen? Stärkebonus. Ich könnte jetzt natürlich noch einen weiteren Stärkebonus dazu nehmen. Rüstung brauchen wir eigentlich gerade nicht. Schutz vor Waffen. Wir haben durch unsere Robe schon so viel Schutz. Und das Amulett der Steinhaut, das brauchen wir eigentlich nicht. Lebensenergiebonus kannst du vergessen. Schutz vor Feuer. Ja, nehmen wir erstmal nochmal einen Ring der Kraft dazu. Und wir können ja demnächst bei irgendwelchen Händlern mal schauen, ob die auch neue Ringe haben. Ich weiß gar nicht, ob das in diesem Kapitel schon gemacht habe. Ich glaube nicht. Und dann können wir auf jeden Fall... Habe ich das gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall können wir dann mal schauen, ob wir irgendwelche coolen Ringe finden. Oha, da sind die Orks gerade nochmal umgefallen. Oh, ich finde, das sieht so cool aus. Hier mit diesem Vollmond und dem Blitz und der Barriere, die hier leuchtet. Oh, das ist cool. Ja, das hat schon was. Das ist schon sehr beeindruckend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass vielleicht... Also, das heißt, dass vielleicht irgendwo mal ein HD-Remake davon rauskommt. Es wird wahrscheinlich niemals ein HD-Remake hiervon rauskommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber... sowas halt in einer besseren Grafik, mit einer modernen Engine, das wäre bestimmt ziemlich, ziemlich genial. So... ja gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins alte Lager, bevor wir jetzt ins Sekten, wobei... Na, lass uns erstmal ins Sektenlager gehen. Ja, wir wollen erstmal... Oder will ich erstmal Chorangabe richten? Ja, doch. Wir gehen erstmal Chorangabe richten. Wir können später immer noch den Feuersturm lernen. Beziehungsweise den vierten Kreis. Die Feuersturmrune haben wir ja schon, soweit ich mich erinnere. Das schaue ich mal eben nach. Ja, jede Menge Runen haben wir hier.
Ja, Feuersturm. Oh, guckt euch das an. Ich meine, ordentlich Mana kosten, aber auch ordentlich Schaden. Naja. Bringen wir Koangar die schlechten Neuigkeiten. Wir wollen ihn da nicht länger warten lassen. Glücklicherweise ist das Sumpflager hier direkt um die Ecke. Da frage ich mich, ob es schneller ist, wenn ich einfach in den Fluss springe und runterschwimme. Ach komm, probieren wir das einfach mal aus. Wird schon schief gehen. Und ab geht's. Oha. Ja, man sieht natürlich nur noch alles schön im Blau. Ja, es ist schief gegangen. Okay. Oh, es ist laut. Der Wasserfall. Meine Güte. Na gut, dann gehen wir halt zu Fuß. Wenn das Spiel nicht möchte. Ich meine, vielleicht wird es klappen, wenn wir auf der rechten Seite runterschwimmen. Von diesem Felsen hier und nicht auf der linken Seite. Aber das möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Das lohnt sich ja eh nicht. Ich meine, am Ende sterben wir wieder nur. Ich hätte mal versuchen können, von da oben hier runter zu springen. Ja, da oben waren wir ja gerade. Da, wo die Bäume sind, die Abgestorbenen. Und haben hier runter auf das Sumpflager geblickt. Ist auch sehr schön hier mit den Fackeln, die auf dem Weg zum Eingangstor stehen. Uns den Weg dorthin weisen. Potenzielle Wölfe oder so fernhalten. Das hat schon was. So, und ich würde sagen, wir nehmen eine kleine Abkürzung. Oder auch hier, diese Erzlampen sind auch sehr schön. Eine kleine Abkürzung hier durch den Sumpf. Ja, ich meine, machen wir uns unsere Robe so ein bisschen dreckig und nass, aber das ist nicht so schlimm. Ey, oh Gott. Die Steuerung. Das mit dem Schwimmen müssen wir nochmal üben. So. Endlich an Land. So, da oben ist Koangar und Iberion liegt immer noch da. Man hat gerade gesehen, wie er wieder hingefallen ist. So, lebst du denn noch? Ja, der hat sogar wieder volle Lebensenergie. Aber er ist nicht ansprechbar. Na gut, Koangar, wir haben schlechte Neuigkeiten für dich. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balukor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balukor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Tja, dann machen wir das doch mal. Gehen mal in den Sumpf, zu den Sumpfhaien. Wir brauchen Heilkräuter. Ich glaube, eins davon habe ich sogar schon. Das sind nämlich, glaube ich, tatsächlich diese hier, die 49 heilen. Ich meine, das wären die stärksten. Dann haben wir sogar schon 3 von. Dann müssen wir nur noch 2 weitere sammeln. Habe ich hier noch andere Heilkräuter? Ja, wir haben hier welche, die 30 heilen. Und welche, die 39 heilen. Ja, dann sind das mit 49 die stärksten. Dann rennen wir mal. Tja, ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn man vorher schon alle Heilkräuter sammelt und sie verwendet und dann hier keine mehr für Iberion sammeln kann. Ob es dann irgendwie bei Händlern welche gibt oder so? Das würde mich mal interessieren. Aber das werde ich jetzt garantiert nicht ausprobieren. So. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ja, natürlich gibt es Ärger, wenn wir in den Orkfriedhof gehen. So. Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, ich gehe hier links lang. Es ist immer so eine Sache, in den Sumpf zu kommen.
Einfach weil dieser riesige Baum, Fels, ich glaube, es ist ein riesiger Baum, der hier im Weg liegt. Naja, egal. Ist alles so ein bisschen dunkel hier. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis es Tag ist, aber ich meine, wir wollen jetzt natürlich auch für Iberien die Heilkräuter möglichst schnell sammeln, wenn er schwächer wird. Das ist eigentlich nicht so gut. Deswegen gehen wir jetzt einfach bei Nacht und potenziell Nebel hier in den Sumpf. Und speichern, denn mit den Sumpfhaien möchte ich mich definitiv nicht anlegen, aber wir müssen leider an denen vorbei. Hier vorne haben wir nämlich alles schon eingesammelt. Und ich kann euch mal demonstrieren, dass wir gegen die Sumpfhaie nach wie vor keine Schnitte haben. Selbst mit Feuerball probiere ich das mal aus. Wir haben sicherlich irgendetwas, das Mana wiederherstellt. Vielleicht nicht unbedingt 5, sondern zum Beispiel so eine Steinwurzel. So, Feuerball auf den Sumpfhai. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass das dämlich ist, auf so ein Viech zu schießen, das gerade im Wasser ist. Ah, es hat sogar getroffen. Oh, es hat sogar Schaden gemacht. Krass. Ich wusste gar nicht, dass wir so anfällig gegen Magie sind. Aber ihr seht hier gegen... Na, ich bin vielleicht nicht nah genug dran. Aber ihr seht, unser Schwert macht da überhaupt gar nichts. Das können wir vergessen. Aber gleichzeitig, ihr seht, wie viel Schaden uns der Sumpfhai macht, trotz unserer guten Rüstung. Deswegen... Ja, brunst du mal hier rum. Aber gut zu wissen, dass die so schwach gegen Feuer oder Magie sind, oder beides, dass wir sie mit dem Feuerball theoretisch verletzen können. Aber, na, die sind so schnell an uns ran. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Vielleicht mit dem Feuersturm. Ja, damit könnten wir uns vielleicht damit anlegen. Aber mit dem Feuerball möchte ich es jetzt erstmal noch nicht riskieren. So, ich werde mal hier ganz an den Rand gehen. Und hoffen, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen vorbeischleichen kann. Hier sind noch Pilze, die habe ich gar nicht mitgenommen. Auch gut. Machen wir das jetzt. Wo ist eigentlich mein Lichtzauber schon wieder hin? Ach, ich habe geladen und deswegen ist das Licht weg. Na toll. Okay. So, irgendwas mit Mana. Mana. Du. So ein Rabenkraut zum Beispiel. Davon haben wir auch jede Menge. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier erleuchtet, wie wir sind. Ah, der ist weit genug entfernt. Hoffe ich. Lalalala, ihr könnt mich gar nicht sehen. Du. Dass wir hier Heilkräuter finden. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir hin müssen, um welche zu finden. Ah, das ist schon fast zu weit. Gehen wir mal hier rüber. Und hinten ist ja auch noch ein Sumpfhai. Ah. Also es ist schon cool, dass man hier in dieses Sumpfgebiet rein muss, wo die Sumpfhaie sind, denen man normalerweise noch keinen Schaden zufügen kann, außer mit Zaubern. Und ich hänge hier am Blattwerk fest. Was soll das denn? Na gut, hier komme ich nicht durch. Dann müssen wir einmal drumherum. Was haben wir denn hier? Oh, das ist eines von den starken Heilkräutern. Das ist schon mal sehr gut. Sind wir auch möglich. Das könnte auch eins gewesen sein. Ja, hier haben wir dieses seltsame Ding. Und ihr seht auch, da sind sogar noch weitere. Also hier müssen wir tatsächlich hin, um die Heilkräuter zu finden, alle. Und dieses seltsame... Oh Gott, hat er mich gesehen? Jetzt hat er mich gesehen. Okay, schnell weg hier. Dieses Ding hier, was die komischen Sachen... Oh, da sind noch Heilkräuter. Ah. Das ist wohl, soweit ich mal gelesen habe... Ein Gegenstand, der mal für eine Quest sein sollte, die es aber nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Und es steht halt immer noch hier rum und glitzert schön vor sich hin. Und ich habe mich am Anfang, als ich das erste Mal gespielt habe, gefragt, ja, was ist das denn überhaupt? Was bringt mir das? Was kann ich damit machen? Aber es scheint so, als könnte man damit wirklich nichts machen, was ein bisschen schade ist. Ich finde das allgemein immer schade, wenn man im Nachhinein von irgendwelchen Sachen liest, die es halt nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Ich meine, klar, nicht alles funktioniert, nicht für alles ist Zeit, aber wenn dann halt solche Überbleibsel drin sind, das ist, ja, macht mich mal ein bisschen traurig. Vor allem, wenn man sich dann fragt, ja, was hätte sein können? Wie war das? Wie wäre das gewesen, wenn das auch im Spiel drin wäre? Und das regt so ein bisschen auch die Fantasie an.
So, aber wir haben jetzt genug. Ja, 10 Heilkräuter. Doppelt so viele, wie wir eigentlich brauchten. Ich denke, das sollte reichen, damit wir Iberion helfen können. So, einen gewagten Sprung. Und dann sind wir wieder hier oben drauf. Und können links, rechts, ich glaube links ist schneller, können zurück zum Tempelvorplatz laufen. Ich habe mir eigentlich mal eine Übersichtskarte vom Sumpflager geholt. Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal. Nee, habe ich nicht. Also ich meine zumindest, wenn wir den M-Knopf drücken, dann können wir die Karte aufrufen. Und ich glaube, wenn wir die Lagerkarten gekauft haben dann, und dann in einem Lager sind, wird auch die Lagerkarte aufgemacht, nicht die Weltkarte. Aber ich könnte mich auch irren. Ich schau mal eben nach. Das interessiert mich jetzt. Fokuskarte, altes Lager. Sumpf, ah, wir haben doch die Übersicht vom Sumpflager. Ja gut. Hilft jetzt nicht so besonders weiter, bin ich der Meinung, diese Übersicht. Vor allem, weil nicht angezeigt sind, wo wir uns gerade aufhalten. Und es ist halt alles sehr unübersichtlich. Aber egal, wir haben es ja geschafft zum Tempelvorplatz. Und jetzt können wir Iberion helfen. Ich hoffe, er ist uns nicht böse, dass wir seine Kisten ausgenommen haben. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Ich glaube kaum. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Ha. Tja, wer hätte das gedacht? Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Das ist natürlich sehr cool. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, schnell hier ins Lager zu kommen. Ja, das kommt vor allem auch genau zur richtigen Zeit. Jetzt ist man so langsam an den Punkt, wo halt die ganzen Monster getötet sind. Man war schon an den wichtigen Orten hier im Lager. Hier in der Kolonie, meine ich. Und hat eigentlich keine Lust mehr, immer hin und her zu laufen. Und jetzt kriegt man halt so eine tolle Teleportrune hier. Teleport zum Sumpflager. Perfekt. Tja. Naja, ganz ehrlich, wer hat's kommen sehen, dass der Schläfer böse ist? Ah, so überraschend kam, war das jetzt eigentlich nicht. Aber gut. Tja, Iberion ist tot. Kor Kalom ist abgehauen. Das alles gar nicht mal so gut hier. Ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil von gut. Es ist ziemlich schlecht. Vor allem das für das Sektenlager. Das ist jetzt komplett ohne Anführer. Also klar, Kor Angar ist immer noch da. Aber an sich haben die irgendwie so ihren Zweck verloren, ne? So ein bisschen. Wollten mit dem Schläfer raus. Und jetzt stellt sich heraus, der Schläfer ist böse. Ist schon scheiße. Aber naja. Dann wollen wir mal schauen. Ich werde bis zum nächsten Mal schon mal ins neue Lager gehen, damit wir dann mit den Wassermagern uns unterhalten werden. Und für heute soll das erstmal reichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.